Dann lass uns jetzt das letzte Zeug reinrollen. Mhm. Ich denke, in einer halben Stunde können wir weg sein. Ja. Machen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Juhu, in Urlaub. Jetzt Spaß wie 70, die Frau. Astral. Hey, yo, es geht los, es geht los. Ich freue mich so tierisch, dass wir jetzt doch endlich im Urlaub wegkommen. Der hat so viel gearbeitet, ist immer früh ins Bett. Man hat nichts voneinander gehabt, absolut gar nichts. Und jetzt endlich war es soweit. Jetzt ab in den Urlaub, nur zusammen von morgens bis abends, viel Zeit verbringen, viel erleben. Da habe ich mich so tierisch jetzt drauf gefreut schon. Also ich kann es kaum abwarten. Flossen noch? Ja. Ist noch rein? Dann war der Rest jetzt, oder? Jo. Ey, dein Handy klingelt. Was hat denn jetzt wieder? Ja. Du schon hier? Wie? Nee. Nee, da muss ja wohl ein Irrtum sein. Ich habe Urlaub. Der Urlaub, der ist jetzt seit Wochen genehmigt. Wir haben das Wohnmobil hier gepackt. Meine Frau und ich, wir sitzen hier. Wir rauschen jetzt ab. Bei Packen waren wir gerade in den letzten Zügen. Da klingelt das Telefon. Wäre ich da mal bloß nicht dran gegangen. Ja, und was ist mit dem Heinz? Kann der da nicht ersetzen? Wie, der ist krank. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ey, die sind doch wohl verrückt. Ich soll arbeiten kommen. Nee, das geht nicht, Jürgen. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Hör mal, wir haben so lange auf den Urlaub hingearbeitet und kommen jetzt endlich weg. Die können nicht warte einfach. Mal, warte mal eben. Ja. Nee, nicht warte mal. Nein, eben. Der hier. Ach so, die können nicht einfach uns den Urlaub jetzt streichen. Das geht gar nicht. Die meinen, die kommen mit der Produktion nicht klar. Ist das unser Problem? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Da werde ich wohl arbeiten müssen. Also, das ist nicht dein Ernst. Ja, okay. Okay. Scheiße. Weißt du was? Nee, das finde ich nicht gut. Hör mal. Jedes Mal, wenn das ist, dann rufen sie dich an, hör mal. Als wenn da kein anderer in der Firma ist. Weißt du, langsam können die mich alle am Arsch lecken. Ja, und dann erzählen sie mir, aber kreuzweise. Das zu ersetzen, ne? Ja, jeder ist ja, zu ersetzen. Ja, aber das können die doch eigentlich gar nicht machen. Hör mal, wir haben uns auf den Urlaub gefreut. Hier steht der Urlaub zu. Ja, aber der steht der Urlaub doch zu, verdammt nochmal. Die können doch nicht einfach sagen, streichen wir. Wenn ich da jetzt nicht hingehe, habe ich morgen die Fleppen. Ja, und was mache ich jetzt? Guck mal, wir haben alles gepackt. Hör mal, malocht wie die Idioten, alles fertig. Meinst du, dann räume ich jetzt alle wieder raus? Ja, meinst du denn, das stinkt mir nicht? Hier ist ein scheiß Handy. Ja. Also das ging gar nicht und ich war so wütend in dem Moment. Da war mir das egal, wie Jürgen reagiert. Ich musste mich einfach entladen und sagen, nee, also da kann ich nicht mit umgehen. Das will ich einfach nicht. Ich will in Urlaub, egal, koste es, was es wolle. Ich pack nicht aus. Nein. Weißt du was, du kannst schön hier bleiben, hör mal. Machst dir was, essen und trinken, hast den Kühlschrank. Ich ruf die Corinna jetzt an. Du willst die jetzt wirklich ohne mich los? Das. Ja, du willst ja auch du ohne hast mich doch wohl arbeiten. Die Kappe kaputt. Nee, du gehst ja ohne mich arbeiten. Hör mal, nee. Oh, ey, glaubst du, das nee, ist das so ist eine Scheiße, nee, Jürgen. Nein, da spiele ich nicht mit. Absolut nicht. Corinna, oh Liebchen, du, schön, dass du zu Hause bist. Hör mal, ich habe ein ganz großes Anliegen, du. Dass man mir den Urlaub gestrichen hat und ich jetzt arbeiten muss, da kann ich nichts für. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass Elvira hinter mir steht und auf mich wartet. Ja, du weißt was, Süße. Halbe Stunde gebe ich dir. Hau rein, hör mal, wird toll. Wir machen schönen Urlaub. Ja, Liebelein. Okay, bis gleich. Hau rein. Tschüssi. So, die kommt jetzt und dann geht ab in Urlaub. Ja, Jürgen, du kannst hier zu Hause bleiben. Ach komm, ich habe keinen Bock mehr, ey. Ja, ich auch nicht. Wenn so eine Scheiße hauen wir uns noch eine Köppe hier. Nee, ich kann dir ja abends immer anrufen und sagen, wie schön das war, hör mal, was du verpasst hast, hör mal. Nee, das ist doch, oder das reicht doch dann. Da ruft mich Tante Elvira an, damit ich mit ihr wegfahre. Und ich meine, ja, ich habe sowieso Urlaub und ein bisschen Entspannung tut mir auch gut. Und dann habe ich einfach spontan ja gesagt. Da bist du ja endlich. Ja, voll Stress. Hör mal, weißt du, wie ich beeilt habe? Ah, das ist kein Stress, sondern schön, dass du da bist. Du, aber dein Outfit, ne? Dein Outfit, hör mal, passt. Wieso? Der kann was mit Camping, hör mal. Was machen wir? Camping. Wie Camping? Kennst du dein Tantchen Camping? Ich denke, wir machen Urlaub. Also auch wenn sie meine Lieblingstante ist, ja? Aber campen? Bitte, ich gehe doch nicht campen. Ich dachte, wir fahren schön ins Hotel. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Echt, schwierig sind wir da. Oh Mann, ich habe auch echt gar keine Lust mehr gehabt. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja. Guck mal,
Da, wie schön. Oh. Da. Ja, ja, film doch mal ja, für, ich mach für Onkel doch. Jürgen. Mach ich doch. Ja. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Und dann ist mir das scheißegal. Hier haben wir doch. Ja, komm. Und jetzt einfach raus hier. Nix wie raus. Komm. Endlich da. Endlich da. Sand unter den Füßen. Sand. Sand. Oh, endlich. Feinsten. Wunderschön. Oh, endlich angekommen. Ich nehme alles auf für Onkel Jürgen, ja? Ja, halt alles fest. Ach, von wegen Jürgen. Den Onkel Jürgen können wir jetzt mal anrufen gerade, ja? Und können ihm dann mal erzählen, wie scheiße das gelaufen ist hier. Hi, mein Schatz, ich bin's. Du, wir haben uns dermaßen verfahren, hör mal. 6 Stunden haben wir insgesamt gebraucht. Ey, wir sind fix und alle. Hä? Ja, da kannst du ja mal ein bisschen Mitleid haben, oder? Hä? Ey, der hat einfach aufgelegt. Nee, aber ist doch der Akku leer. Ja, wenn Vera jetzt anruft, um Mitleid am Telefon zu erregen, das interessiert mich jetzt gar nicht. Sie hat mich doch im Stich gelassen. Soll sie klarkommen. Wir lassen uns das hier nicht vermiesen. Nochmal. Wir machen hier Urlaub. Wir werden jetzt hier bleiben. Da sparen wir die Campingplatzgebühren. Ich bin nur einfach müde, will schlafen. Und morgen, da geht der Urlaub richtig los. Da lassen wir krachen. Ein bisschen am Strand, ja. So ein bisschen rumchillen. Schauen wir mal. Weg fahre ich hier nicht mehr. Ich bleib jetzt hier. Wo ich stehe, ich penne hier auch, ist zwar illegal, aber was soll uns schon passieren? Ach, guck mal, Tantchen. Guck mal, da ist schön, da können wir uns hinlegen. Ja, 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 ja. Ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Guck mal hier, guck mal. Ah, ey, voll cool. Strandbuggies, ey. Was ist das? Strandbuggies. Ja, und jetzt? Ja, da können wir mitfahren. Wir müssen uns mal schlau machen hier. Ey, wir gucken Moment. Mal. Wir? Ja, komm, ich leg mich nicht einfach hier an den Strand. Du bist lebensmüde. Nein, wie bescheuert bin ich denn? Nein, nein, komm, wir fragen mal nach, was das kostet. Boah, das war so schön, endlich am Strand. Und ich habe mich schon so gefreut, einfach nur in den Sand schmeißen, chillen. Und dann kommt Tante Elvira auf diese bescheuerte Idee. Oh nee, Tante Elvira. Hallo, junger Mann. Hallo. Ich habe da diese Strandbuggies gesehen. Was muss ich dafür tun, dass ich damit fahren kann? Ja, ich kann dir helfen. Wir können einen Kurs machen für heute. Ja. Das ist kein Problem. Was kostet der Kurs? Von 25 Euro die Stunde. Ich will aber nicht. Das geht. Komm, Tante Elvira. Halt die Klappe, 25 Nein. Euro geht. Gut, machen wir. Komm. Schmeiß die Klappe hier hin. Ich bleib hier. Ja. Nein. Ich bleib. Nein. Ich bleib hier. Ach, du bist doch bescheuert. Komm jetzt. Komm mit. Hier. Komm mit hier. Nein. Manchmal denke ich, Corinna ist weit älter als ich. Die kriegt den Arsch einfach nicht hoch. Take me out to California. Klein bisschen stollen. Haben Sie die Drachen? Wollen Sie nach links? Klein bisschen links anziehen. Wollen Sie rechts? Klein bisschen rechts anziehen. Ja, halt fest. Ich versuch mal mit. Ja, so. Sehr gut. Ja, so. Ja. Sehr gut. Ja, ja. Ja, danke, Corinna. Guck mal, voll cool. Oh, scheiße, nee, ich hab keinen Bock drauf, verdammt. Ich bin nicht lebensmüde, Mann. Wieso kommt die nicht? Die macht also gar nichts mit. Boah. Ja, und dann kommen wir zum Strand. Was muss ich sehen? Corinna hat schon wieder keinen Bock, setzt sich mit dem Arsch in den Buggy rein, bleibt sitzen, ist mal wieder beleidigt. Aber ich hab gedacht, ja, mach du mal, ist mir egal. Hauptsache, ich hab meinen Spaß. Und ich habe den Kurs dann schon mal alleine gemacht. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Das ist ja total gefährlich. Hallo? Sowas kann ich nicht tun, das geht gar nicht. Corinna, was machst du da? Na, ich warte hier. Ich denk, du fährst. Ich bin doch nicht lebensmüde. Hast du so einen netten Guide, hör mal. Nachher fahr ich mit dem Ding womöglich noch ins Wasser und dann? Ins Wasser, die will ins Wasser fahren. Das Wasser ist da hinten am Arsch der Welt. Nix, ich bleib hier. Ist die doof. Du hast doch nicht mehr alle. Jetzt habe ich eine Idee, wie ich Corinna locken kann. Sie ist ja so durchsichtig wie eine Glasscheibe. Hey, Corinna. Hey, Corinna, ey, da macht so einen Bock, jetzt bist du dran. Nee, ich hab keinen Bock. Ey, guck dir den Typen an, ist der nicht süß? Der ist doch eine Sünde wert, oder? Guck mal richtig hin. So.
Komm, alleine wegen dem Töten. Na, dir zuliebe, okay? Ja, mir zuliebe. Komm, mach hin. So? Ja, ein bisschen am Ende. Oh, ist der groß. Also den würde ich mir mit nach Hause nehmen. Und von der Bettkante stupsen würde ich den auch nicht. Langsam. Ja? Dann lass nicht langsam los. Oh. Aha. Langsam. Ah. Corinna, halt ihn dir fest, der ist was für zwischendurch. Springt die nach vorne, verliert das Ding, nur um sich von dem Burschen einfangen zu lassen. So eine Scheiße, wir gehen jetzt. Und das nächste Mal darf ich mir was aussuchen, verstanden? Ich hab so einen Spaß gehabt, aber da darfst du auch mal was wollen.